Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, womit beginnen wir in der neuen Woche? Natürlich erstmal gucken, was wir alles so machen müssen. Wir waren auf einigen Feldern noch unterwegs. Wir müssen Feld 4 noch düngen, aber das ging nicht, weil da fehlt uns noch eine Düngerstufe. Ich denke mal, da wird immer noch keine dazugekommen sein, oder? Jedenfalls sieht es von Weitem erstmal so aus. Ne, da hat sich noch nichts getan. Also das muss schon noch ein bisschen wachsen. Ja, dann waren wir, glaube ich, noch unterwegs. Ne, wir hatten meines Erachtens nur unseren eigenes Feld gespritzt, damit waren wir ja fertig geworden. Können wir auf alle Fälle das Förderband mal wieder anschalten, dass das noch ein bisschen was in den Hänger rein transportiert. Dann hat man ja bei den Schafen geguckt, wie viel Wolle dort noch stand. Genau, hier sind wir schon. Also es wird noch Wolle produziert. Von daher lassen wir das erstmal hier so stehen. Weiß nicht, die könnten wir dann aufladen, wenn alles fertig produziert ist. Hier steht unser LKW. Ach so, den Wender, den hat man bloß neben der Halle platziert, weil den werden wir sicherlich noch brauchen. Rütze haben wir auch nicht richtig weggeräumt, auch bloß hingestellt, hat man bloß zum Hof zurückgefahren. Ja, und der Big M wartet hier auf den Einsatz. Aber wenn wir jetzt mal gucken bei Seasons, nee, nicht bei Seasons, wir wollen nach Wachstum gucken. Da müssen wir natürlich erstmal Gras anschalten. Um dann eventuell zu sehen, dass es immer noch gelb ist. Also hier hat sich nichts getan. Theoretisch, solange Feld 1 und Feld 14 in Angepflanztstatus ist, wären wir eigentlich auch mit dem Gras nicht weitermachen können. Ist so meine Meinung. Ja, da können wir höchstens noch was anderes machen. Wir gucken mal, ob es irgendwas an Missionen gibt. Oh, jede Menge Düngermissionen. Ja, Düngermission ist immer Düngermission. Feld 6, 18. 10, 12, 13, 7 eigentlich, glaube ich, das sind die restlichen Felder, die wir nicht besitzen, oder? Kann das sein? Das besitzen wir nicht, das ist oben rechts. Sieben ist dabei, fangen wir einfach mit der 7 an, oder? Vertrag akzeptieren. Da werden wir uns aber noch etwas Dünger holen bei uns hier. Dann machen wir halt Düngermissionen, bis die nächste Wachstumsstufe kommt. Denn mit 36 Meter Arbeitsbreite sollten wir uns da auch gar nicht so lange dran aufhalten, meine klar. Helfer braucht eine Weile, den können wir aber einfach einstellen, da brauchen wir kein Vorgewende machen. Denn wir müssen ja eh nicht die 100% erreichen wie auf unseren eigenen Feldern. Ich weiß nicht, hier hinten ist jetzt schon Unkraut drauf, ob sich das lohnt, das schon zu spritzen im Angepflanztstatus. Aber dann lassen wir lieber erstmal noch eine Wachstumsstufe kommen. Dann stellen wir hier einen Helfer ein. Und wir sind vielleicht ein Stückchen zu weit links, kann das sein? Ne, sieht ganz gut aus. Das passt soweit. So, beim Tieren müssen wir eigentlich auch nichts machen. Wir können jetzt. So, wir haben immer noch nicht die 10 Grad erreicht, dass unser Soja und unser Mais keimt, ne? Das ist so ein bisschen. Wir können noch mal gucken beim Verkaufspreisen.
Nicht, dass wir hier irgendwo was verpassen. Eigentlich würde ich sagen, fast nicht. Ja, bei der Wolle. Die müssten wir eigentlich fast verkaufen, ne? Der Preis fällt dann nur noch. Aber ich möchte eigentlich schon alles verkaufen. So, dann können wir die schon nochmal mit aufladen. So, die erste Palette steht drauf. Da spawnt schon die nächste. Also sind die zwei hier auch voll. Dann können wir uns gleich davon eine schnappen hier. Das war natürlich jetzt ungünstig. Ich hoffe mal, wir haben die jetzt nicht komplett weggeschoben. Wenn man sieht, die Schafe, wie viele Schafe haben wir denn überhaupt? Wir besitzen 138 Schafe, da kommt ordentlich Wolle rum. Muss ich jetzt mal so sagen. Natürlich wieder viel zu weit rechts. Das war natürlich wieder richtig günstig, was wir hier machen. Na klar. Mal vorsichtshalber Gurt drum. Dann drehen wir hier um, dass wir auf der anderen Seite noch die Paletten aufladen können. Und dann sollten wir eigentlich den LKW voll fortschaffen. Eigentlich braucht unser Düngerstreuer relativ lange, oder? Also ist er fertig, wir haben die Meldung wieder verpasst, ne? Das würde ja auch noch in Frage kommen.
Ja, Helfer D hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist natürlich unser Düngerstreuer. Den werden wir uns auch gleich schnappen und dann schließen wir die Mission ab. Und er kann dann auf Feld 12 weitermachen. Ach so, aber ob die Mission abgeschlossen ist, nee, wir sind ja erst bei 98%. Dann müsste hier schon mal noch ein Stück runter düngen, damit wir 100% kriegen. Genauso sieht's aus, so rum wird Ehrenschuh draus. So, abschließen und dann hat man gesagt Feld 12. Da stellen wir einfach mal ein hier. Da gucken wir mal, was er zurecht kriegt oder was er hier fertig. Düngt alles, wie viel wir dann nacharbeiten müssen, das werden wir dann sehen. So, die Ladung hier ist auch voll, die schaffen wir mal rüber in die BGA. Die Silage muss. Ne, muss rüber in die BGA. Unsere eigene Mist muss runter in die BGA. In die festverbaute. Ordentlich ranfahren. Dann kann er hier einmal abkippen. Und wir werden hier weiter Rolle verleihen. Irgendwie die Spannkarte müssen wir abmachen, würde ich meinen. Das ist nämlich das, was uns hier blockiert und schon stehen wir fast an der anderen Seite drin. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Hänger voll fortfahren. Also wir schuppen das noch um, dass da drauf steht.
Also die stellen wir einfach hinten daneben und dann verkaufen wir die Wolle. Weil wir können sie ja sowieso nur an der Spinnerei verkaufen. Ach nee, an unserem Beinverkauf war es doch am günstigsten, oder? Oder am besten der Preis und am günstigsten. So steht drauf. Denn das meiste für die Wolle kriegt man 1261 in der normalen Verkaufsstelle, 312, doch 361 ist unsere Verkaufsstelle, die wir hier drüben platziert haben. Da müssen wir nicht mal so weit fahren. Müssen wir durch die Gurte drum machen, sonst laden wir es nämlich nochmal auf. Das wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Wie gesagt, wird immer unordentlicher hier. So, und zwar nicht die schwarze, sondern die graue davon. Dort müssen wir hin. Das ist natürlich die spannende Frage. Doch, wird sofort angenommen. Billingsmehrreifung, mein LKW blockiert den ganzen Speicher, fall hier so ein bisschen. Haben wir 20.000 bekommen. So, jetzt müsste man ja eigentlich sehen, wie viel die Wolle gebracht hat, oder? Verkaufte Wolle 35.000. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, da kann der hier eigentlich, ja weiß ich nicht, doch, den stellen wir nochmal hin bei den Schafstall, mal sehen, was noch rauskommt. Wenn es jetzt bloß die eine Palette ist oder so, gut, da können wir es auch noch fortfahren. Weiß ja nicht, ob es genau bis 0 Uhr geht. Oder bis circa 0 Uhr plus minus, was wir dann noch mal rauskriegen. Ne? Das ist schon ein bisschen abenteuerlich, was ihr macht, aber wahrscheinlich ein dort zurechtzukommen. Schon sagen, wenn er jetzt bis hinter schiebt, dann macht er alles richtig. Aber wenn natürlich jetzt hier der Hälfte anfängt, dann macht der Helfer nicht alles richtig. So, kann hier weitermachen, der Helfer. Ja, aber ich denke mal, wir machen dann auch am Dienstag hier weiter. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir sind. Und ja, gucken wir, ob wir die anderen Dinger-Missionen auch noch haben. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis morgen. Bis dahin. Und tschüss.